Dadaismus. Der Dadaismus ist eine internationale Kunst- und Literaturrichtung. Der Name Dada wurde angeblich aus der Sprache des französischen Kleinkinds abgeleitet, in der es Steckenpferd bedeutet. Mit dieser Bezeichnung wollten die Künstler die Einfachheit ihrer Kunst symbolisieren und zugleich einen Neubeginn starten. Eine andere Erklärung besagt, dass Dada der Name eines Haarwaschmittels war, das damals gerade sehr gebräuchlich war. Allein schon der Mythos um die Namensgebung ist typisch für die Ironie und die Unsinnskultur dieser Bewegung. Der Dadaismus entstand 1916 unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs. In Zürich versammelten sich einige Künstler im Cabaret Voltaire, einem kleinen Lokal, in dem Abendveranstaltungen mit Tanz, Lesungen, Ausstellungen abgehalten wurden. In der Folge wurden in Deutschland, Frankreich und sogar in der USA zahlreiche Dada-Galerien eröffnet, Dada-Zeitschriften gegründet und, und. Der Dadaismus wandte sich gegen die verlogenen Ideale und Werte der Gesellschaft, die den Krieg herbeigeführt und ermöglicht hatten. Er richtete sich zugleich gegen alle herkömmlichen Kunstformen und den guten Geschmack. Man verbindet Primitives mit modernen Techniken. So wollte man die Sinnlosigkeit von Logik, Intellekt und bürgerlicher Kultur verdeutlichen. Es entstanden Fotomontagen, Collagen aus Alltagsgegenständen und Zeitungsausschnitten und. Bei einer Ausstellung 1920 in Köln mussten die Besucher die Ausstellungsräume durch eine öffentliche Toilette betreten. Sie wurden dazu aufgefordert, die Ausstellungsstücke mit einem herumliegenden Beil zu zerstören. Diese Ausstellung wurde sogar kurzzeitig von der Polizei geschlossen. Dadaismus. Geistiger gemeinsamer Aufbruch zu etwas Neuem. Anarchie in der Kunst. Überall protestieren Künstler durch gezielte Provokationen und vermeintliche Unlogik gegen den Krieg und das staatliche Bürger- und Künstlertum. Gegen den Nationalismus und die Kriegsbegeisterung vertraten sie Positionen des Pazifismus und stellen sarkastisch die bisherigen absurd gewordenen Werte in Frage. Hugo Ball, der unter anderem die Dadaismus gegründet hat, er wurde am 22. Februar 1886 in Pirmasens geboren, gestorben am 14. September 1927 in der Schweiz. Er war ein deutscher Autor und Biograf. Außerdem war er einer der Mitgründer der Dada-Bewegung und ein Pionier des Lautgedichtes. Hugo Ball sagte unter anderem am Eröffnungsmanifest zum ersten Dada-Abend in Zürich am 14. Juli 1916, ich zitiere: "Jede Sache hat ihr Wort, da ist das Wort selber zur Sache geworden. Warum? Warum kann der Baum nicht Blum Blutsch heißen? Und Blum Blutsch
reißen? Warum muss überhaupt alles etwas reißen? Müssen wir denn überall unseren Mund daran hängen? Das Wort, das Weh, gerade an diesem Ort, das Wort, meine Damen und meine Herren, ist eine öffentliche Angelegenheit des ersten Ranges. Es ist ein Frosch in meinem Garten. Es ist ein Frosch in meinem Garten. Es ist ein Frosch.
Frosch, ein Frosch, es ist ein Frosch in meinem Garten. Er hüpft, es ist ein Frosch in meinem Garten. Er hüpft. Thank you.
Inspiration. Sauber. Dann macht das wieder sauber. Ich
der Garten nicht mehr. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein.